Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Jahresvorschau für 2024 für den Löwen. Ja, das Video ist sowohl für Sternzeichen Löwe als auch für den Aszendenten Löwe. Ich verwende wie immer die Lenormand-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Und eigentlich habe ich die Karten im Vorfeld auch schon sehr gut für euch gemischt. Das heißt, wir können jetzt direkt anfangen. Ja, beginnen wir doch gleich mal mit dem Hauptthema. Das ist hier diese vier Karten. Diese Themen werden dich das ganze Jahr durch begleiten. Zum einen sehe ich hier für dich, dass da viel Lebendigkeit ist. Da wird viel los sein, viel Gespräche, viel Wirbel in dem Jahr. Der Bauch nebendran auf dem Platz der Klarheit, der zeigt mir hier, dass du planst und du weißt genau, wo du hin willst. Wo haben wir denn die Karte der Sterne? Hier. Ja, also du visierst dein Ziel genau an. Du weißt genau, wo du hin willst. Du willst irgendwo hin, wo es für dich sehr erfüllend ist. Und hier planst du einfach, um dieses erfüllende Ziel zu erreichen. Es ist auch eine sehr gute Zeit für spirituelle Themen, falls du etwas Spirituelles machen möchtest. Das ist auch ein guter Zeitpunkt, um da zu planen. Ja, hier die Hände. Die zeigen mir hier, dass es in diesem Jahr darum geht, das, was du bereits gelernt hast, umzusetzen, in die Handlung zu bringen. Allerdings sehe ich hier auch mit dem Fuchs, dass du sehr achtsam sein solltest, dass du die geltenden Gesetze kennst. Bei deiner Umsetzung, wenn du dich zum Beispiel selbstständig machen möchtest, es ist wirklich super wichtig, da genau zu wissen, was du darfst, was du nicht darfst und wie du was am besten machst, um mit dem Gesetz nicht in Konflikt zu geraten. Ja. Also der Fuchs zeigt mir hier, dass es einfach ja, schwierig werden wird im Bereich von Verträgen, Verbindungen, Verpflichtungen, von Regeln und Gesetzen. Da läuft irgendwas schief. Also bitte hab die Augen offen, bevor du irgendwas unterschreibst. Hab das gut im Blick. Und auch hier für die Umsetzung deiner Pläne ist sehr viel Kommunikation erforderlich. Also da musst du so richtig was für tun. Es könnte auch stressig werden. In den Allgemein-Readings deute ich immer die Dame für dich. Unabhängig davon, was für ein Geschlecht du hast, also betrachte sie bitte als geschlechtsneutral. Die Dame liegt auf dem Brief, das heißt Kommunikation wird für dich in diesem Jahr recht wichtig sein, da dreht sich sehr viel drum. Hier sehe ich auch auf dem Haus der Dame liegt der Klee und der Klee ist ja eine Glückskarte, also das ist schon mal ein sehr gutes Omen
für das Jahr. Ja, deine Gedanken drehen sich hier um diese Pläne, die du hast. Ich habe das ja vorher schon genauer erklärt. Ich sehe aber auch, dass hier eine Veränderung in die Verzögerung gerät. Und beim einen oder anderen von euch kann das sogar Ängste auslösen. Ja, und da bist du einfach aufgefordert, herauszufinden, wo du Hilfe für dein Thema bekommst. Das Buch liegt auf dem Haus der Hilfe. Das heißt, Hilfe kann vorhanden sein, aber du musst hier einfach, du bist gefragt, hier rauszufinden, wo du diese Hilfe finden kannst. Beziehungsweise, was dir weiterhilft. Ja, hier haben wir auch die Hände, die ja hier auch auf dem dem Lernen liegen, auf dem Haus vom Buch, und das zeigt mir hier einfach nochmal die Wichtigkeit, Dinge, die du bisher gelernt hast, umzusetzen, in die Handlung zu bringen. Sehr interessant ist hier der Herr, und der Herr ist ebenso auch geschlechtsneutral. Also es kann sich hier durchaus auch um eine Frau handeln. Es ist in jedem Fall eine Person, die sehr wichtig für dich ist. Es kann dein Partner, deine Partnerin sein. Es kann aber auch eine andere wichtige Person für dich sein. Und diese Person liegt auf dem Schicksalskreuz, was mir wiederum sagt, dass es hier diese Person in irgendeiner schicksalhaften Weise einwirkt. Ja. Ich sehe hier den Turm und das Schiff. Der Turm liegt auf dem Haus vom Herrn, auf der Aktivität. Das heißt, wenn du hier eigenständig etwas machen möchtest, für einige bekomme ich auch rein, dass sie sich selbstständig, dass es um eine Selbstständigkeit geht, dann ist wirklich viel Aktivität gefragt. Ja, sieht man ja auch hier mit dem Handeln, ins Umsetzen kommen, schauen, wo gibt es Hilfe für mein Thema, und eben rund um alles ist bei dir einfach sehr viel Handeln gefragt in diesem Jahr. Und du benötigst auch die Geduld dafür. Das Schiff liegt auch auf dem Haus vom Bauch, also auf deinen Plänen. Und das zeigt mir, das geht nicht von heute auf morgen. Du brauchst hier wirklich viel Zeit und auch sehr viel Geduld, um hier anzukommen. Wenn alles gut läuft, ja, dann kommst du hier an, bei der Fabrik. Die Fabrik liegt auf dem Haus von den Engelsflügeln. Und das heißt, der wirtschaftliche Erfolg wird bei dir quasi von den Engeln unterstützt. Da bekommst du Unterstützung, da bekommst du Hilfe. Da tut sich einfach einiges Positives, was so wie von außen her zu kommen scheint, ja, wofür du einfach nichts tust. Gute Gelegenheiten. Sehr schön. So, gehen wir zum Thema Liebe. Das wird hier mit dem Herz repräsentiert. Ja, und hier sehe ich auch, dass da Bewegung reinkommt, dass es quirlig wird. Für einige von euch ist es so, dass es so Schmetterlinge im Bauch gibt. Und auf dem Haus vom Herz liegt der Mond. Der Mond steht für Erfolg,
und für tiefe, gute Gefühle. Also sehr, sehr schön, was bei dir die Liebe betrifft. Und dann schauen wir mal genauer hin. Also zum einen sehe ich hier, dass Dinge, die vorher blockiert waren, stagniert waren, in Bewegung kommen. Also sehr schön. Der Hund hier, der zeigt mir auch, da kommt auch etwas in Bewegung, was mit Vertrauen zu tun hat. Es kann auch ja, ein guter Freund sein, eine gute Freundin. Ich sehe vor allen Dingen das Vertrauen in der Karte. Jemand, der vertrauenswürdig ist. Und hier, die Sterne liegen auf dem Haus vom Glück. Es kann durchaus hier, also für einige ist es ganz bestimmt so, dass hier jemand kommt, der euch mit euren Plänen unterstützt, in euren Plänen. Und für andere sehe ich hier, dass ihr hier so, ja, eine gemeinsame Aussicht habt für eure Beziehung, dass ihr beide die gleichen Ziele verfolgt, was so ja das Beziehungstechnische betrifft. Die Ringe zeigen mir hier, es geht hier um einen längeren Prozess und es geht auch um Geduld. Und mit den Ringen hier, da geht es darum, dass du hier geduldig bist, wenn dein Gegenüber sich noch nicht so ganz outen möchte nach draußen hin, noch nicht so ganz ja, das verfestigen will, das kommt. Und bei dir ist es einfach an der Zeit, Farbe zu bekennen. Ja, auch mal das alles, wie soll ich das sagen, die Beziehung ein bisschen fester werden zu lassen. Deinem Gegenüber auch zeigen, dass du das als etwas Festes siehst. Also es muss nicht unbedingt heiraten sein. Was natürlich durchaus auch für einige von euch so sein kann, aber sicherlich nicht für alle. Ja, hier, den Brief habe ich noch nicht und es ist möglich, dass hier nochmal Kommunikation kommt mit Gesprächen, was so ein bisschen ein Konfliktpotenzial auch hat. Das dürfte aber nicht so dramatisch ausgehen. Ich denke, das kommt von einer ganz anderen Seite. Ja, wir haben hier die Wege und den Park. Die Wege stehen hier dafür, dass du neue Wege gehen darfst. Wir liegen auf dem Platz vom Neuanfang, das heißt, du darfst dich für etwas Neues entscheiden, was möglicherweise auch lebensverändernd für dich ist. Und der Park liegt auf den Wegen. Du, also auf dem Haus von den Wegen, du darfst diese Sache hier auch durchaus öffentlich machen. Also so wie hier dazu stehen und hier darfst du das auch öffentlich machen. Und ja, dann haben wir hier das Haus und das bringt dir dann Stabilität in die vorherige Situation. Und vorherig waren hier das Haus der Ängste, der Unruhe, der Verzögerung. Und da kommt jetzt Stabilität rein, die Sache bekommt ein
vernünftiges Fundament. Also da, wo du vorher noch gezweifelt hast, ob das so das Richtige für dich ist, da kommt dann diese Stabilität rein, sobald du dich quasi dazu auch geoutet hast und dich halt auch wirklich dazu entschieden hast. Ja, kommen wir weiter zum Thema Arbeit. Das zeigt mir hier der Anker, der steht für die Arbeit und der Anker liegt auf dem Haus der Fische, die ja für das Geld stehen. Also, deine Arbeit liegt auf dem Geldhaus, eine tolle Sache. Auch, ja, schauen wir mal hier. Also, es gibt für dich hier Möglichkeiten, dir Rat einzuholen. Und das sehe ich vor allen Dingen hier mit diesem Fuchs. Das begleitet dich hier in diesem Thema Arbeit auch, dass hier Vorsicht geboten ist mit Gesetzen, mit Verträgen. Und da hast du die Möglichkeit, dir Rat einzuholen und auch um dein Recht zu streiten, wenn es denn so weit kommen sollte. Ja, ich sehe bei dir so diese Stabilität. Da kommt mehr Stabilität rein, als wie es vorher war. Deine Arbeit bekommt ein besseres Fundament. Ja, ich bekomme sogar für jemanden rein, wo es um eine Immobilie geht, wo gearbeitet wird. Das wird sich finden und jemand, bei jemandem zeigt es mir auch an, dass er von zu Hause aus arbeitet. Ja, dann haben wir hier den Mond und das zeigt mir eigentlich, dass das diese Situation für dich sehr erfüllend ist. Und der Mond liegt auch noch auf dem Haus vom Herz, was mir auch noch zusätzlich zeigt, dass das für dich wirklich, dass du hier das machst, was du dir wünschst, was du gerne machst, dass dir deine Arbeit Spaß macht. Eben hier, die Sache ist ganz, ganz wichtig, dass du hier aufmerksam bist, was Verträge angeht, Regeln angeht, Gesetzeslage. Hier wirklich dieses Thema, dem ganz viel Aufmerksamkeit schenken. Ich sehe auch hier, die Wolken, die liegen auch noch auf dem Haus vom Anker. Dass hier einfach, was deine Arbeit betrifft, auch nochmal Unklarheiten aufkommen werden. Und hier ist es ganz wichtig, sich Rat zu holen, das zu klären und eben aufpassen, dass hier nichts schief läuft. Sehr wichtig. Dann noch zum Thema Geld. Das liegt hier und wird repräsentiert von der Fischekarte. Und die Fischekarte liegen hier auf dem Haus der Sonne. Die Sonne ist ja die beste Karte in dem Deck. Und die Sonne steht immer für etwas Positives und für Erfolg. Also hier ein weiteres Indiz, dass das mit dem Geld ganz gut ausschaut. Der Reiter liegt ja auf dem Haus vom Berg, von der Blockade und da kommt was in Bewegung. Du wirst dich hier für den Park entscheiden. Es gibt da Möglichkeiten für dich, was was dein äußeres Umfeld betrifft, möglicherweise auch deinen Kundenstamm, da musst du einfach bei dir schauen, was du machst. Das ist ja bei euch allen etwas unterschiedlich, was ihr beruflich macht, womit ihr euer Geld verdient. Da geht es jedenfalls um das Draußen. Ja, hier
sehe ich zwar auch wieder den Berg, der hier etwas blockiert. Er blockiert etwas den Erfolg. Aber so wie ich das sehe, also der Berg ist ja keine dauerhafte, ewige Blockade. Ist es einfach eine Herausforderung, die du durchaus meistern kannst. Und es ist gut möglich, dass das hier eben damit zu tun hat, dass du dir Rat holst, dass du Dinge ausfechtest, dass du Dinge klärst. Aber es sieht super aus und die Sonne liegt auch auf dem Haus der Harmonie. Also ich würde mir da finanziell wirklich keine Sorgen machen, so wie das aussieht. Ja, dein Highlight ist das, wo die Sonne drauf liegt. Und dein Highlight wird in dem Jahr wirklich deine innere Harmonie sein und alles, was mit Familie, mit Beziehungen, auch Liebesbeziehungen zu tun hat. Und das ist doch wirklich schon mal sehr, sehr schön. Ja, lieber Löwe, ich finde, es macht immer Sinn, wenn man so ein Reading einfach unterm Jahr nochmal anschaut. Also speicherst dir gerne ab und guck nochmal in ein paar Monaten rein, wo du dann stehst, was eingetroffen ist. Ja, das ist sicherlich sehr interessant. Ich würde mich super freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir auch ein Like da lässt. Das hilft mir sehr. Ja, gerne darfst du mir auch einen Kommentar hinterlassen. Ich wünsche dir jedenfalls alles, alles Gute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.